ist Schnee, da ist Schnee. I can see it, I can see it. Da war... War da ein Frosch? Was? Ein Froschen? Oh, Felsen unter der Oberfläche. Ging gut. Ja, solange ich stehen bleibe, ist alles gut. Hey, Schnee. Im Sommer. Das war was anderes. Aber nicht minder schlecht. Nö. Nee, nicht minder gut. So heißt es richtig. Felsen? Ich weiß nicht, was da vorne ist. Und da auch Felsen? Oder da schwimmt ein Schild. Das ist eine Schildi. Ach, das ist eine Schildi. Na, dann kann sie da schwimmen. Und da schwimmt aber noch was. Nee, ist auch eine Schildi. Da kommt ja, sie aber vorsehen. Mit ihrem Dez wieder hoch. Hier ist relativ flach, ne? Ja. Wir können aber auf keinen Fall bis ganz ran ans Schneegebiet, weil wir dafür die Klamotten noch nicht haben. Nee, nee, nee. Aber ein Stück fahren wir noch, ne? Ja, doch, du hast recht. Das war, oh, das ist ja noch mega weit weg. Ist eine Sackgasse, ne? Ja. Das ist nur so ein Zipfel, der hier noch reinragt. Ich halte mich trotzdem mal etwas hier am flacheren Rand. Ich habe nämlich Angst. Ich weiß. Wir haben inzwischen Angst vor tieferen Gewässern. Ja, passt, müsste gehen. Genau. Geh auf die Seite, da ist alles gut. Ich springe aus dem Weg. Ich habe gelernt. Ich bin nämlich mal, irgendwann sind wir mal über einen Felsen gefahren, da bin ich auf dem Felsen stehen geblieben und Kari fuhr weiter. Lustigerweise, in Anführungsstrichen, mir passiert nichts. Also ich kann auch von so einem Krokosaurus da angegriffen werden, das ist für mich völlig ungefährlich. Du steuerst, ja? Ja, nur für meinen Mitfahrer. Kann das teilweise tödlich enden. Ja, aber dafür habe ich den Sarko abgelenkt, diesen Alligator-Pseudo-Viech. Den habe ich ja abgelenkt, während du dann wieder meine Sachen geholt hast. Da war ich nämlich kurzzeitig mal vom Sarko gefrostet. Gefrostet? Dann bin ich Gott sei Dank so festgebackt, dass du genug Zeit hattest. Oh, guck mal! Wow. Nachbarn. Hallo. Wow. Da war einer ordentlich gebaut. Bei mir ruckelt's gerade voll. Ja, bei mir auch. Gut, dann liegt es nicht an mir. Es lädt nach. Ja, es lädt nach. Neue Biome werden geladen. Da hat sich aber eine eingenistet, du. Guck mal, da oben ist wieder so eine schöne Klippe. Das wäre ja eigentlich wieder ideal für uns. Guck mal, das sieht ja lustig aus. Da oben auf dem Berg, guck mal, das wäre doch eigentlich cool, oder? Da, wo der große Baum steht, dann haben wir ja, wieder einen Hausbaum. Ja, endlich wieder ein Hausbaum. Unser wurde nämlich gefällt von unserem netten Nachbarn. Ach so, ich wollte ja eigentlich mal wieder fragen, ob... Ich bin Admin da! Kommen wir da an Land? Ich sehe Flugsaurier, ich sehe Tri, ich sehe noch irgendwas, kann ich noch nicht identifizieren. Schild. Ist hier links im Wasser auch eine Schildi? Ja. Gut. Flug, Schild, ich bremse mal kurz, ich check mal, dass unter uns sind Piranhas. Das ist aber nicht so schön. Ist das sehr weit da hoch oder von der anderen Seite? Aber so ist es. Nee, ich würde. Oder noch ein Stück näher an Schnee ran. Aber. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, ich guck mal, wie weit es noch ist bis nach oben. Ja, wir sind jetzt Hälfte. Und das Schneegebiet ist. Moment, ach, ich kann auch Map drücken. Cool. Dann können wir das mal sehen. Oh, wir sind jetzt Hälfte erst. Na, wir sind über diesem schmalen Zipfel. Weißt du, was wir machen? Ja, da ungefähr bei 50. Wir fahren jetzt noch ein Stück ran. Oh Gott, aber guck Felsen. Mal, das Schneegebiet beginnt ja da schon. Du hast so viel, hast du nicht mehr. Ja, wir fahren noch mal ein Stückchen. Pass auf, komm mal ein Stück nach links. Warte, ich muss hier wegen dem aber nee, passt. Nee, so alles gut. Passt, ja. Alles gut. Weil da beginnt es schon. Es ist jetzt hier dieser Bogen und dann beginnt es da schon das Schneegebiet. Ja, wir schauen hier mal rein. Ja, wir gucken mal. Wir haben nämlich auch... warte mal. Nee, ein Stückchen fahren wir noch. Guck mal, ein Wasserfall. Ja, ist gut. Oh, geil. Wo? Vor uns. Einmal da oben und einmal hier unten. Cool. Wow. Okay, da vorne schwimmt irgendwas Rotes. Oder sehe ich das nur so komisch? Ich weiß halt nicht, ob es hier... Guck mal, die ersten Bäume da hinten sind nämlich auch schon weiß. Was ist denn da? Das ist eine Schildi. Nee, das ist Stein. Das ist, weiß ich noch nicht. Wieso ist das so? Was ist das? Fahr mal hier rechts, guck mal, hier rechts ist auch sowas. Fahr mal dahin. Ich will nicht sterben. Fahr doch mal hier. Guck mal, fahr doch mal ein Stück noch ran, dann kann ich gucken. Das schwimmt, oder was? Jetzt fahr halt noch ein Stück. Ich sehe nichts, ist gegen die Sonne. Ja, ich sehe auch nichts. Ich sehe Algen. Das sind Algen. Oh, Vorsicht, Stein.
Oh, Captain, mein Captain, wir hängen. Ja, dann sieh mal zu, wie du den Seestecher hier durchkriegst. Also, guck mal, da oben sind nämlich die ersten Bäume schon weiß. Also ich weiß nicht, ich fände das da auf dem... Ach so. Na, da bauen wir doch aber hier. Einfach. Hier einfach? Vorsicht, Schildkröte. Hier oder soll ich noch nur... Aber nee, da... Aber wie weit ist denn das jetzt noch weg? Ich fahre noch mal ein Stück, ja? Wir können ja mal gucken. Ja, ja, ist alles gut. Wir können ja gucken. Na toll, jetzt pisst es. Na und, immerhin brauchen wir so nicht trinken. Die Frage ist, ob es jetzt hier schon kälter wird oder ob das erst kalt wird, wenn... Also ausgerechnet wird es noch nicht sein, dass die Temperaturübergänge so fließend sind, ne? Nee, ich glaube, das ist ein Schritt nach links, frostige Kälte, ein Schritt nach rechts, lauschige Wärme. Tropisch. Ach, guck mal, da oben ist schon... Jetzt ist das hier aber schon frostig, du. Jetzt ist das aber... Ich spüre das ganz genau. Guck mal, da oben schwimmen die Bäume in... Oh Gott, was läuft da rum? Das ist ein... T-Rex. T-Rex. Und definitiv. Säbelzahntiger. Und, Schnee. Scheiß. Oh mein Gott, was geht und? Denn da? Sag mal, verändert sich bei dir auch gerade die Farbe? Die Lichtverhältnis... Ist der T-Rex tot? Der T-Rex ist tot. Oh Gott. Oh, dass immer dieses Mikro immer so einen Fehler hat. Und... Krabbenzeug und Säbelzahntiger und Flug... Bei mir wurde es gerade sehr blau. Ja. Wir müssen hier weg. Es ist mir zu kalt, ich merke es genau. Oha. Ja, wir bauen dann doch da hinten und bereiten uns dann auf unseren Ausflug ins Schneegebiet vor. Wo ist da hinten? Also hier ist mir zu nah an T-Rex und... Ja, T-Rex ist tot. Du, T-Rex wurde gerade getötet. Ich weiß. Ich will aber gar nicht so genau wissen. Ich mein T-Rex, hallo? Kann übrigens auch tamen. Ja, super. Ist man wahrscheinlich dann der King of the Island dann oder so. Oh, Mutti, ey. Oh, Mutti. Warum wir hier? Ja, hier so? Ja, weiß nicht. Da hinten ist der T-Rex gewesen. Warte mal, ich drehe mal aber so in Fluchtposition, ja? Ja, das also wäre ja wohl das Mindeste. Ich krieg's nicht so richtig hin. Geh schon. Ah, wird schon. Aber ich kann nicht rückwärts fahren. Das ist blöde. Naja, komm, so geht's doch. Nee, jetzt dreh ich nochmal. Jetzt sind wir schon wieder zu weit weg. Moment. Wir kriegen das hin. Alles gut. Ich hab das voll unter Kontrolle. Mach mal Bescheid, wie im See krank wird. Jetzt eine scharfe Kurve und sliden. Yay! So machen wir das. Moment. Ich rüste mich mit dem Speer aus. Du hast das... Wer hat das Zeug? Du baust, ich schütze dich. Habe noch nicht das Zeug, aber gleich. Alles nehmen. Ich bin überladen. Ich mach schon mal die Vorhut. Oh, ich kann auch richtig schnell laufen. Läuft. Wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Hügel. Auf dem Hügel. Ich seh dich, aber wo bauen wir? Ja, hier oben. Ich kann leider nicht schneller laufen. Es tut mir leid. Hast du nicht gesagt, du beschützt mich? Ja, ich hab die Vorhut abgeguckt. Alles gut, du kannst kommen. Komm. Also, du siehst. Komm. Schneller geht nicht. Ey, ohne Witz, ne? Stell erstmal die drei Foundations und hau das Bett da drauf. Alles andere ist egal. Hier irgendwo? Hier oder oben? Ein Stück, hier oben? Richtig, hier richtig, oben? Richtig oben, ne? So, das war also auf hier der Kurve sozusagen. Hier so würde ich sagen, weil dann haben wir noch die Möglichkeit zu expandieren. Bei Bäumen und so können wir alles weghauen. Am besten so hier, wo ich jetzt stehe. Ja, dann geh weg. Da. Warte. Oh Gott, ist das aufregend. Ich drücke I. Wenn einer meine Frau anfasst. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Strohfundament, ich gefunden. Kann ich dich eigentlich anpieken? Auf jetzt. Strohwand, ich ziehe mir das gleich alles mal hier auf die Schnelldinger, dann kann ich das nämlich gleich alles zack, zack, zack. Oh, das ist spannend. Kinders, ich bin so aufgeregt. So, ich habe die 6. Ja, wie baue ich den jetzt am dümmsten mal? Einfach irgendwo hier hin? Ja, am besten am höchsten Punkt. Am höchsten Punkt? Ja, weil das dann die Grundlage ist für weitere. Ich aber baue im Endeffekt direkt vor dir. Ja, mach das. Ist das gut? Ja, ich sehe es ja nicht. Ist das gut? Ja, perfekt. Gut. Hau das Bett drauf. Ja, Sekunde. Jetzt warte halt mal kurz. Das andere noch rechts daneben, passt es? Ja, das müsste gehen. Könnte ich machen. Finde ich gut. Jawohl.
So, hau das Bett drauf. Warte. Ich hau das Bett drauf. Wohin? Da kommt ein Flugsaurier. Wohin? Na, irgendwo hier. Wohin. Hier an der Kante irgendwie. Sonst da, wo ich gerade stand. Oder soll ich erstmal die Wände machen? Sonst mach erst die Wände. Mir ist aber erstmal das. Ich find's Bett ganz gut, weil dann haben wir nämlich den Spawnpunkt. Ja. Dann müssen wir es schützen. Jawohl! Wir sind safe! So, ich gehe Holz suchen. Jo. Jetzt müssen wir uns nämlich wirklich sauriermäßig absichern. Wir haben guck mal, wir haben sogar einen kleinen Fluss, einen kleinen See da unten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wir haben natürlich, leichtes Zeug mitgenommen und nicht so schweres Gedönserig. Also kein Holz, sondern erstmal nur Reisig, dass wir uns irgendwie hier sichern können. Genau. So, ich lasse mal die eine Seite noch offen, falls du irgendwie noch... Was soll ich machen? Warte mal, ich guck mal, ob ich gerade direkt schon eine Wand bauen kann, ja? Ich hab auch noch eine Holzwand, du weißt. Ja, dann hau eine Holzwand auf jeden Fall schon rein. Jetzt fehlt mir Reisig. Ernsthaft? Na, dann nehme ich die Hacke. Und dann kann ich nämlich schon Holz bauen. Habe ich nicht. Was habe ich denn noch? Welche habe ich noch? Voll organisiert. Was läuft denn da hinten? Da hinten ein Skorpion? Warte, ich komme. Hilfe! Nee, ist alles gut. Ist weit weg. Wo denn? Und zwar, wenn du hier runter guckst, links von dem Seechen. Tatsächlich! Das ist ein Skorpion, oder? Ja! Alter, der gibt Chitin. Ist dir das bewusst? Ja, mach die Wand zu. Ich habe keine Wände mehr. Okay, warte. Ich habe noch einen Strohtürrahmen und eine Strohtür. Die brauchen wir ja auch noch. Ja, Strohtürrahmen kannst du dir gerade knicken. Wie? Wozu haben wir die mitgenommen? Ja, ich bin schneller. Moment. Ja, aber dann könnt ihr doch schon mal hier hinbauen. Nein. Aber nicht da. Bau sie hier rechts hin, die Tür. Rechts? Ja, weil da, hier ist doch gleich das Bett. Ist doch gut. Okay, dann so. Wenn wir reinkommen und, ja, genau. Soll ich hol dir Zeug. Mama, du bist zu hier. Hast du keine ich Decken kann mehr? Auch nicht. Hast du keine Decken mehr? Och, Decken habe ich noch. Ja, dann bau doch die Decken erstmal drauf. Hilfe! Bleib ruhig. Wir haben es ja gleich. Panik! Nein, alles gut. So schlimm ist ja nur auch nicht. Oh. Krieg's nicht hin. Oh. So, habe Decken drauf. Du baust, dachte ich. Naja, gut, wir können ja erstmal kurz beide Zeug sammeln. Warte, für eine Wand müsste es jetzt noch reichen. Soll ich uns eine Wand mit Fenster machen? Ja, komm. Das ist mir scheißegal. Hauptsache eine Wand. Und eine Tür müsste ich uns ja auch noch bauen. Eine Tür? Ich hätte noch eine Strohtür. Nee, hab Holz. Ja, weiß ich ja, aber. Sag's mal. Brauchst du mehr Holz oder mehr Reisig? Vermutlich mehr Holz. Ich hau uns jetzt auch gleich hier eine Kiste hin, ne? Dass wir gar nicht erst Platzprobleme kriegen. Das ist auch sehr, sehr gut, weil, ja. Ich ja noch voll bin mit Zeug. Tür 8. Jawohl! Wir können überleben! Dann machen wir auf hier. Ich hab noch keinen Pin fest. Pin müsstest du machen, damit das keiner sieht in der Aufnahme. So, jetzt müssten wir eigentlich... Achso, jetzt wollte ich erst die Box. Ja, ich habe nämlich noch... Ich kann dir mal sagen, was in dem Airdrop drin war. Ach ja, siehst du? Also, sobald mein Spiel lebt. So, jetzt. Wo stelle ich denn jetzt? Und da habe ich dir die Metallaxt schon gesagt. Ja. Aber ich habe auch eine Blaupause für einen Pulmonoscorpius-Sattel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist der für die Skorpione. Aus. Kannst du vielleicht einen Schritt nach links gehen? Von dir aus nach rechts? Ja. Dankeschön. Na klar. Dann kann ich nämlich die Kiste hier vorm schön neben das Bett. Und ich habe einen Doedicurus-Sattel. Ja. Wie gesagt, I have no idea. Und ich habe einen Fiomia-Sattel. Was auch war hier? Denn Fiomia?
Ach, Fiomia war das. Fiomia ist das Schweinevieh. Ah, na gucke, da hast du schon Sattel für das Viech. So, jetzt setze ich uns hier draußen noch unser Lagerfeuer irgendwo hin. Sonst tu das dann doch ins Haus. Man kann die ins? Auch ins... Ja, man kann man. Und dann fackelt uns nicht das Strohdach ab, ja? Nö, es wird ja auch gleich ersetzt. So, wo sind denn jetzt Holzfundamente? Sag doch mal.